Ein Blick auf die sommerliche Alblandschaft vom Augsbergturm bei Trochtelfingen-Steinhilben. Die Aussichtsplattform ist auf 876 Metern Höhe. Das reicht, um die saftig grünen Kuppen der Albhochfläche zu überblicken. Durch den Regen kann man derzeit dem Gras beim Wachsen beinahe zusehen. Nur die Landwirte konnten lange Zeit die Wiesen nicht mähen, um Heu zu machen. In den nächsten Stunden ziehen dichte Wolken durch, die vor allem überm Bergland einzelne Schauer bringen. Gegen Morgen lockern die Wolken wieder auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 10 Grad. Zusammen mit Schäferin Regina Fauser aus Pfronstetten fahre ich in ein schönes Tal bei Haingen. Dort hat die Familie eine Wiese, die sie vor 3 Tagen gemäht hat. Jetzt ist der Heuwender montiert, um das Heu ein letztes Mal vor dem Pressen aufzulockern und das Trocknen zu beschleunigen. Das Heu darf nur noch 10% Restfeuchte haben, sonst fault es beim Lagern und wird unbrauchbar. Wenn es in der kommenden Nacht regnen sollte, dann muss das Heu noch etwas länger liegen bleiben. Ein richtiges Heulotto ist das im Moment für die Landwirte. Regina Fauser, das Heumachen war in den letzten Tagen ja schon ein bisschen spannend für Sie, ein bisschen wie Zocken, oder? Ja, ist ein bisschen Zocken. Wir haben auch bei Regen gemäht, kann man sagen, was ganz selten ist. Aber man muss ein bisschen zocken. Bei schlechtem Wetter mehr. Gut, diese Woche soll es ja gut sein. Haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass wir doch einigermaßen gutes Heu heimkriegen. Und ja, man muss halt den Daumen drücken. Wenn es jetzt 3 Tage schön Wetter ist, kann man es pressen. Und nach ein paar Tagen, je nachdem, wie man es einführen kann, tut man es nach wieder heim, in der Nähe vom Stall zumindest. Und wenn es schön Wetter ist, dann kann man auch gleich einen Schäber machen. Tja, die schönen Tage, die können wir fast garantieren. Morgen ist so ein kleiner Wackelkandidat, können noch ein paar Tropfen fallen. Wie es bei Ihnen genau in der Gegend aussieht, das sage ich jetzt in den Regionalkarten unser Wetter in Baden-Württemberg. In der Landesmitte Sonne und Quellwolk, nur am Albrand besteht ein kleines Schauerrisiko. Etwas kühlere 23 Grad und leicht böiger Nordwestwind. Ein recht freundlicher Sonne-Wolken-Mix auch in Nordbaden. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 19 und 24 Grad. Im Nordosten ein trockener Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Auf der Ostalb ist der Nordwestwind spürbar. Mehr als 19 bis 22 Grad sind nicht drin. Anfangs zwischen Alb und Allgäu dichtere Wolken mit letzten Tropfen. Später auch hier ein Sonne-Quellwolken-Mix bei 17 bis 24 Grad. Morgen wird es in Südbaden mit 17 bis 25 Grad etwas kühler. Am Wetter ändert sich allerdings kaum etwas. Es bleibt freundlich mit Sonne und Wolken. Auf manchen Feldern konnten die Bauern schon Schwadern, also das Heu anhäufen, um es dann zu pressen. Jetzt im Sommer ist Lämmerzeit. Dieses hier ist gerade mal 14 Tage alt. Bei den angenehmen Temperaturen fühlen sich die kleinen und großen Schafe der Schäferfamilie Fauser ziemlich wohl. Die Wiesen sind schön saftig und die Tiere finden genug zum Fressen. Vor ein paar Tage am Stück wird es jetzt trocken und sogar sommerlich. Das ist doch schon mal eine gute Strategie, einfach da liegen und sich die Sonne auf den Pelz bzw. aufs Fell scheinen zu lassen. Ob das in den nächsten Tagen auch für uns die richtige Strategie ist, das sei jedem selber überlassen. Aber es wird ganz schön sonnig und ordentlich warm. Der Donnerstag bringt strahlenden Sonnenschein und meist wolkenlosen Himmel, Höchstwerte um die 28 Grad, ein perfekter Hochsommertag. Der Freitag bleibt sommerlich warm, aber leicht schwül, mit mehr Wolken. Gegen Abend lokale Schauer überm Bergland und im äußersten Norden. Das Wochenende wird sommerlich und heiß.